Hallo und herzlich willkommen auf meine neue Folge von Grilljigit. Heute möchte ich euch zeigen, wie kann man einen Gyroskuchen auf Gasgrill zubereiten. Viel Spaß dabei! Wir brauchen Auflaufform, 1 Kilo geschnitzeltes nach Gyrosart. Kann man in jeder Supermarkt kaufen. Ein Becher Schlagsahne und eine Dose Pizzasauce oder Tomatensauce. Einmal arabisches Brot oder Tortillas Brot. Käse 200 Gramm. Zwei Dosen Sonntagsbrötchen zum selber backen. Kann man auch in jeder Supermarkt kaufen. Circa 20 Gramm Butter. Mit Butter schmieren wir unsere Auflaufform ein. Mit arabischem Brot oder Tortillas Brot machen wir einen Boden für unsere Gyroskuchen. Wir packen Sonntagsbrötchen zum selber Backen aus und schneiden jedes Brötchen in 6 gleiche Stückchen. Und jetzt ab nach draußen zu unserem Gasgrill. Draußen ist es windig, grau, regnet ein bisschen. Aber macht da nichts, nur die Harte kommen in den Garten. Wir müssen jetzt unsere geschnitzeltes nach Gyrosart scharf anbraten. Unsere Gyros ist scharf angebraten und wir sind wieder drin. Ein Drittel von unserer Käse verteilen wir auf unsere Gyroskuchenboden. Als nächstes kommt unsere scharf angebratene Gyros. Verteilen wir gleichmäßig unsere Gyros. Als nächstes wird gemacht eine Tomaten-Sahne-Soße. Wir verteilen erstmal Pizzasauce, Tomatensauce und dann kommt das unsere Schlagsahne ein. Wir brauchen kein Pfeffer, wir brauchen kein Salz, weil Pizzasauce oder Gyros sind schon mariniert und da sind sie Salz, Pfeffer und alle möglichen Kräuter sind alle drin. Mit einem Drittel von unserer Käse machen wir noch eine Schicht, Käseschicht. Unsere Sonntagsbrötchen sehen nicht appetitlich aus, aber warten Sie ab. Und letzter Gang in Vorbereitung, ein Ei.
Unsere Gasgrill wird auf 180 Grad vorgewärmt. Zwei Brenner rechts und links sind an, in der Mitte ist aus. Lassen wir Deckel zu und 30 Minuten warten. Nach 30 Minuten Kochzeit lassen wir unsere Käse nochmal verteilen, restliche Käse. Dann wieder Deckel zu und warten wir noch Viertelstunde. Draußen ist immer noch kein schönes Wetter, windig, grau, Regen. Zeit ist um. Machen wir jetzt Deckel auf. So sieht ein Gyroskuchen aus. Knusprig, tolle Farbe, super, super. Und jetzt wie immer Test. Der Teig ist von außen knusprig und von innen sehr weich. Und jetzt Gyros-Test. Gyros ist weich, aber bissfest. Genau wie richtige Gyros. Ein Gyros-Kuchen sieht super aus, sehr, sehr lecker, nur zu empfehlen. Ich wünsche euch einen guten Appetit, bleiben Sie gesund, kochen Sie selber. Und bis nächstes Mal. Tschüss!